Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Parfum-Video und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um einen Duft, der in den letzten Wochen und Monaten unfassbar häufig von euch angefragt wurde. Also ich meine, ernsthaft, auf Instagram und Facebook war jede zweite Anfrage, die von euch zu einem Parfum kam, über diesen Duft, und es handelt sich um Tom Ford's Fucking Fabulous. Und nur um das mal klarzustellen, ich finde nicht, dass es anrüchig ist, diesen Namen in voller Länge und ohne Piepton in einem Video zu sagen. Manche YouTuber denken ja irgendwie, dass das das darf man nicht sagen oder so. Ich sag's tausendmal, es ist mir scheißegal, ob ich dafür demonetarisiert werde. Fucking Fabulous, ja? Um diesen Duft geht es. Das ist ein Release, was im Jahr 2017 erfolgt ist, ist einer der neueren Tom Ford Düfte neben Fougère d'Argent, Fougère Platine und noch weiteren. Und das ist wahrscheinlich der, der die größten Wellen geschlagen hat und der auch immer wieder jetzt in Werbeanzeigen, zumindest bei mir persönlich, auftaucht. Es ist auch ehrlich gesagt einer der teureren Tom Ford Private Blend Düfte, denn der hier geht für plus minus 270 Euro für 50 Milliliter über den Ladentisch, was ein unfassbar hoher Betrag ist. Und ehrlich gesagt war ich mir auch nicht so wirklich sicher, ob dieser Duft diesen Betrag wert ist, weil ich nämlich Oud Wood beispielsweise und Tuscan Leather selber besitze und etliche andere Private Blend Düfte auch schon probiert habe und mich die wenigsten davon wirklich so 100% überzeugt haben. Deshalb möchte ich direkt mal mit der Aufmachung und mit der Verpackung anfangen, denn ich finde, da sind die von Tom Ford auf jeden Fall mit diesem Duft in eine richtige Richtung gegangen. Und ich bin froh darum, dass das so ist, weil ich mich ansonsten, glaube ich, ziemlich darüber aufgeregt hätte, so einen hohen Preis für eine verhältnismäßig preiswert wirkende Verpackung bezahlt zu haben. Denn ich finde, dass die Tom Ford Düfte aus der Private Blend Linie nicht die Intense-Versionen, weil die kommen, soweit ich weiß, mit einem Metallsiegel vorne drauf oder mit so einer eingeprägten Metallgeschichte, was ein bisschen hochwertiger wirkt, aber die normalen Private Blend Düfte sind alle so ein kleines bisschen billig. Oud Wood war der erste Nischenduft, den ich überhaupt besessen habe, und in der Rezension zu Oud Wood habe ich noch gesagt, dass die Verpackung ziemlich geil ist, aber je mehr Nischendüfte ich probiert habe, auch von Düften, die deutlich preiswerter sind, desto mehr hat sich bei mir der Eindruck verstärkt, dass die Verpackung einfach nicht so geil ist. Und wenn dann spätestens nach ein paar Wochen der Deckel nicht mehr so feste draufzusetzen geht und irgendwie halb abfliegt, dann denkt man sich schon so, okay, wofür habe ich denn jetzt eigentlich diesen hohen Betrag bezahlt? Bei Fucking Fabulous ist das aber doch, finde ich, sehr hochwertig geworden, denn erstens ist der Flakon absolut blickdicht. Ich habe versucht, damit meinen Videolampen und mit der Handyleuchte durchzuleuchten. Du siehst einfach nichts dadurch. Und auf der anderen Seite ist dieses Mattschwarze mit dem weißen Label, auch wenn das Label bei mir nicht 100% zentriert ist, wo man sich jetzt wieder darüber aufregen könnte. Ich finde, das passt einfach sehr gut, und auch, dass oben dieser Metalleinsatz im Deckel in einem Mattschwarz ist, finde ich auch sehr hochwertig. Von der Duftpyramide her habt ihr es hier hauptsächlich mit 6 Duftnoten bzw. Akkorden zu tun, die ich hoffentlich jetzt noch aus dem Kopf heraus aufgezählt bekomme. Und zwar sind das Bittermandel, Leder, Tonkabohne, Kaschmeran, Iris und Muscatella-Salbei. Und das ergibt in der Summe eine, wie ich finde, wahrlich fabulous wirkende Duftkomposition. Ich nehme hier vor allen Dingen eine Mandel-Tonka-Bohnen-Kombination war. Inwiefern da jetzt Leder vorhanden sein soll, kann ich nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall ein bisschen sehr in diese mandelige Richtung, was ich persönlich eine unfassbar interessante und kreative Duftkomposition finde. Und im Gesamten ist es ein süßlicher Duft, der aber trotzdem sehr leicht, sehr transparent und sehr frisch ist. Also es ist ein Duft, der nicht aufdringlich ist, es ist ein Duft, der nicht zu süß ist, der aber trotzdem eine gewisse Süße hat und nicht komplett trocken ist und der dadurch einfach sehr, sehr edel und eben fucking fabulous wirkt, wie der Name das eben schon sagt. Und deshalb finde ich den Namen auch super angemessen, weil es wirklich ein überzeugender Duft ist, der überraschend special ist, überraschend besonders und exklusiv und hochwertig wirkt. Im Gegensatz zu Oud Wood, Tuscan Leather und Tobacco Vanille, die ich persönlich eher als männliche Düfte einschätzen würde, ist das hier für mich auch definitiv ein Unisex-Duft, der von Mann und Frau getragen werden kann. Also ich trage den, meine Freundin trägt den, und ich finde, dass er uns beiden einigermaßen gut steht, um es so auszudrücken, und nicht irgendwie zu männlich für die Frauen oder zu weiblich für Männer ist, sondern es ist eben genau in der Mitte
Und ich finde, dass der gar keine Unterscheidung macht zwischen männlich und weiblich, sondern der kann einfach von beiden Geschlechtern gut getragen werden. Dann abschließend noch ein paar Worte zu der Projektion und zu der Haltbarkeit von dem Duft. In meinem Oud Wood Video hatte ich gesagt, dass Oud Wood sehr lange hält und da kam in den Kommentaren häufig die Bemerkung, dass das bei einigen von euch nicht der Fall ist und ihr den teilweise sogar gar nicht wahrnehmt. Ich muss sagen, dass ich das im Laufe der Zeit auch ein bisschen besser nachvollziehen konnte und Oud Wood für mich inzwischen eher in die Richtung Eau de Cologne geht, statt in Richtung Eau de Toilette oder Eau de Parfum. Aber der hier hält meiner Ansicht nach deutlich länger, projiziert vor allen Dingen am Anfang relativ stark und ist, wenn ihr den auf Klamotten sprüht beispielsweise, auch noch am nächsten Tag präsent. Und gerade weil er, wie ich eben gesagt habe, in der Duftkomposition her so transparent ist und so unaufdringlich, aber trotzdem präsent, finde ich, dass man sich damit super gut richtig gönnen kann. Also du kannst auf jeden Fall viel davon benutzen und auch deine Klamotten einsprühen und es ist immer noch nicht zu viel. Also es ist sehr vergebend, was viele Sprühstöße angeht. Im Gesamten deshalb ein stabiles Release aus dem Hause Tom Ford, was aber trotzdem gesampled werden sollte, bevor du ihn dir kaufst, weil er für den Preis nämlich trotzdem ein kleines bisschen zu teuer ist, wenn du den nicht 100% magst. Ich habe das Glück, dass er für mich genau in eine Kerbe reinschlägt, die ich noch nicht in meiner Kollektion habe. Ich mag die Duftkomposition sehr gerne und den finde ich auch für viele verschiedene Anlässe geeignet, zumindest für mich persönlich. Es ist definitiv Signature Scent worthy, wie man so schön sagt. Aber trotzdem ist es nur meine persönliche Meinung und wenn er dir nicht zu 100% gefällt, sind 270 Euro für 50 Milliliter ein kleines bisschen zu viel Geld. Das war meine Meinung zu Tom Ford Fucking Fabulous. Wenn ihr den Duft auch probiert habt und ihr eure Meinung mit mir und den anderen teilen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich auf euer Feedback. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.